Länder machen bei der Europäischen Staatsanwaltschaft allerdings nicht mit, darunter Ungarn und Polen, die besonders viel Fördergeld von der EU bekommen. Geldverschwendung. Der Steuerzahlerbund hat sein neues Schwarzbuch für 2017-18 vorgestellt. Darin prangert er an, wie der Staat sorglos mit dem Geld der Bürger umgeht. Dazu die Einzelheiten. Aus NRW stehen 18 Fälle von Steuerverschwendung im Buch. Schon letztes Jahr hatten es der Bau und die Umgestaltung von Theater und Oper in Köln in die Negativ-Hitliste geschafft. Jetzt liegen die Kosten schon bei 570 Millionen Euro. Steuerverschwendung fängt aber oft viel kleiner an. So hat Köln 11 Hightech-Müllermacht geschafft für jeweils 8.000 Euro. In Düsseldorf-Bilk stehen knallbunte Fahrradhäuschen für jeweils 22.000 Euro. Doppelt so teuer wie das Standardmodell, das auch noch mehr Platz bietet. Geld genau in Deutschland 2017-18 verschwendet wird, weiß der Steuerzahlerbund nicht. Er schätzt aber, dass es Milliarden sind. Seuchenschutz. In Düsseldorf und Solingen üben Feuerwehr, Gesundheitsamt und Krankenhaus den Ernstfall. Die Mitarbeiter simulieren den Transport eines Patienten, der eine hochansteckende Krankheit hat. Er kam erst in ein Krankenhaus nach Solingen, musste dann nach Düsseldorf auf die Sonderisolierstation gebracht werden. Mit der Übung wollen die Behörden vor allem nötige Absprachen trainieren, wenn wirklich so ein Ernstfall eintritt.